Du willst dein iPhone reparieren und bist jetzt auf der Suche nach einem Ersatzteil? Worauf du beim Kauf eines Ersatzteils achten solltest und was es für Qualitätsstufen gibt, erfährst du in diesem Video. Wenn du ein Ersatzteil für dein iPhone kaufen willst, wirst du schnell bemerken, dass es viele unterschiedliche Qualitäts- und auch Preisabstufungen gibt. Die Qualitätsabstufung bei Apple-Ersatzteilen sieht dabei folgendermaßen aus. Da wären natürlich erst einmal die originalen Apple-Ersatzteile. Diese werden von Apple einzeln auf ihre Qualität geprüft und versiegelt. Die Stufe direkt darunter ist die OEM-Qualität. OEM steht dabei für Original Equipment Manufacturer, was im Deutschen dem Begriff Originalausrüstungshersteller entspricht. Für die Ersatzteile dieser Qualitätsstufe wurden exakt dieselben Materialien verwendet wie beim Original. Sie stehen in Verarbeitung und Funktion also in der Regel in nichts nach. Im Unterschied zum Original haben sie jedoch keine Apple-interne Qualitätsprüfung durchlaufen und werden nicht unter Apple, sondern unter dem Namen des Herstellers verkauft. Es folgt die sogenannte Refurbished-Qualität. Hierbei handelt es sich um Originalteile, die nicht mehr neuwertig sind, weil sie bereits in Benutzung waren. Abgenutzte und defekte Komponenten eines Ersatzteils werden vor dem Weiterverkauf ausgetauscht. So wird beispielsweise bei einem gebrochenen Display nur das Displayglas ersetzt. Der Rest bleibt original. Die unterste Stufe bei der Ersatzteilqualität bildet der sogenannte Aftermarket. Ein Ersatzteil dieser Qualitätsstufe ist zwar oft günstiger, weicht dafür aber zum Teil deutlich vom Original ab. Die unterschiedlichen Hersteller verbauen diverse Materialien und Technologien. Auch die Qualitätssicherung kommt bei Aftermarket-Produkten oft zu kurz. Dadurch kommt es öfter zu gravierenden Unterschieden bei Langlebigkeit, Verarbeitung, Passgenauigkeit, aber auch Sicherheit. Soweit erstmal zu den unterschiedlichen Qualitätsstufen bei Apple-Ersatzteilen. Klären wir jetzt mal, ob du als Privatperson an ein originales Apple-Ersatzteil herankommst. Kurz gesagt, nirgendwo, weil keine originalen Apple-Ersatzteile auf dem freien Markt verfügbar sind. Alleine Apple bzw. die Apple Stores und einige wenige zertifizierte Werkstätten verfügen über originale Ersatzteile. Zu den zertifizierten Werkstätten mit Zugang zu Originalen gehören autorisierte Apple Service Provider sowie Werkstätten, die an Apples Programm für unabhängige Reparaturanbieter teilnehmen. Die originalen Ersatzteile dürfen die Apple-Partner dabei allerdings allein für Reparaturzwecke verwenden. Ein Weiterverkauf ist nicht gestattet. Du wirst deshalb keine Originalteile in Online-Stores finden, zumindest nicht bei seriösen und ehrlichen Händlern. Wenn du mehr dazu wissen willst, haben wir dir einen Link in die Infobox gepackt. Apple bewahrt sich also in gewisser Weise ein Reparaturmonopol. Originale Ersatzteile werden nur an autorisierte Partner weitergegeben, die strenge Auflagen erfüllen müssen. Privatpersonen wird der Zugang zu Originalteilen völlig verweigert. Stattdessen müssen sie für eine Reparatur zum Teil Preise zahlen, bei denen sich die Anschaffung eines neuen Geräts schon fast mehr lohnt. Es sei denn, man sichert sein Gerät innerhalb der geltenden Frist mit AppleCare Plus ab. Der Service bleibt bei Apple neben den Produktverkäufen nämlich eine weitere wichtige Einnahmequelle. Willst du dein iPhone selbst reparieren und dabei einen Ersatzteil der bestmöglichen Qualität verbauen, solltest du eins der Stufe OEM kaufen. Wir von iDoc bieten Apple-Ersatzteile, abgesehen von wenigen LCDs, ausschließlich in OEM-Qualität an. Wir verkaufen damit in der höchstmöglichen Qualitätsstufe, die auf dem freien Markt verfügbar ist. Uns als Unternehmen ist es wichtig, für unsere Kunden transparent zu bleiben. Deshalb verzichten wir auf falsche oder irreführende Deklarierungen unserer Ersatzteile, wie zum Beispiel vom Originalausrüster. Im Internet findet man unzählige Online-Händler, die Ersatzteile für iPhones in unterschiedlichsten Ausführungen und Qualitäten anbieten. Gerade die sehr günstigen sind oft von der Qualitätsstufe Aftermarket. Die Produktbeschreibung reicht zusammen mit den Produktfotos oft noch nicht aus, um die Qualität wirklich gut einschätzen zu können. Um dir einen ärgerlichen Fehlkauf zu sparen, solltest du diese 8 Tipps beim Ersatzteilkauf beachten. Hinterfrage Versprechen und Produktbeschreibungen wie vom Originalausrüster immer kritisch. Verschaffe dir einen Gesamteindruck vom Online-Store. Gibt es viele inhaltliche oder grammatikalische Fehler auf der Seite? Überprüfe, ob es eine telefonische Kontaktmöglichkeit gibt. So hast du einen Ansprechpartner, falls es zu Problemen kommt. Frage dich, ob die Preise realistisch sind. Bei extremen Schnäppchen solltest du misstrauisch werden. Informiere dich im Voraus, wie ein Umtausch oder ein Garantiefall gehandhabt wird.
Bevorzuge Online-Stores, die auf Smartphone-Ersatzteile und Reparaturen spezialisiert sind. So ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Fokus auf der Qualität der Produkte liegt und die nötige Produktkenntnis da ist. Lies dir vor allem die schlechten Benutzerbewertungen durch. Gute Bewertungen könnten nämlich gefälscht sein. Schaue auch nach einem Impressum. Gibt es kein Impressum, ist das ein weiteres schlechtes Zeichen. Ich hoffe, du hast jetzt einen guten Überblick, worauf es beim Kauf von Ersatzteilen für das iPhone ankommt. Zusammengefasst sind die beiden Hauptbotschaften: spare nicht am falschen Ende und meide Aftermarket-Artikel. Wir empfehlen dir Produkte von OEM-Qualität. Prüfe außerdem die Seriosität des Online-Anbieters, vor allem bei Amazon und eBay. Wenn dir unser Video gefallen und weitergeholfen hat, dann abonniere doch unseren Kanal und lass uns einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal! Hochwertiges Werkzeug, Ersatzteile und Zubehör für deine Smartphone-Reparatur findest du bei uns im Store. iDock – alles für dein Smartphone. Weitere hilfreiche Videos findest du hier.